Wenn Opa wieder mal im Bett mit Zigaretten schläft und Oma wieder mit dem Hintern Richtung Kerzen bläht, dann braucht man schnell ein Rohr, das immer gerade und stramm steht. Und Kies und Kreis kommt nie zu spät. Sie spritzen alles voll, ja auch in deiner Nachbarschaft. Denn ihre dicken Schläuche, ja, die hängen niemals schlaff. Selbst wenn's mal brennt und juckt bei Tante Ingeborg im Schritt, bringen sie ein ganz spezielles Werkzeug mit. Ja, los, 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 jetzt legt schon Roman Ruben weg. Ja, wie, was ist denn mit Roman Ruben? Nein, den brauchen wir jetzt nicht für den Einsatz. Lass die Familientaube in Ruhe. Aber wir machen heute Risotto-Abend. Was hast du denn da in deinem Schnurri kleben? Ist das Mayonnaise oder... Ruben oder von Ruben irgendwie Durchfall. Ich wollte die Taubenflöte spielen, da hat er auf einmal defekliert. Du bist krank, Mann. Du hast einen schweren, krassen, kranken Schaden. Du naja, brauchst Hilfe. Sieh doch endlich ein. Sieh doch endlich ein, dass du Hilfe brauchst, Kreis. Aber Roman Ruben? Ich meine, im Internet bist du bekannt als jemand, der Tauben melken will. Das Image hast du einfach weg. Das hast du in die Welt gesetzt. Nee. Ist immer auf deinem Mist. Du bist der Mann, der sagt, ich will Kropfmilch schlabbern. Ja, aber ich finde, guck mal, Roman Ruben gehört quasi zur Familie. Und es gibt Grenzen, verstehst du? Es gibt Grenzen. Man muss jetzt nicht die Taube da abmelken. Naja gut, sonst würde er auch nicht Familientaube heißen. Ja, ne? Das ist Inzest, was du da betreibst. Ach, ja? Quatsch. Das ist, als würdest du, keine Ahnung, Onkel Butt mit deinem Schnurri die Flöte. Neulich ein Schnurribad gemacht erstmal. Und ein ordentliches Schnurribad, ja. Was, sie haben ein Schnurribad genommen? Ja. Mein Kopf in eine Regentonne gehalten, das nennt man bei mir Schnurribad. Komm hier, Janine sagt, wir haben einen deftigen Einsatz. Janine redet bei mir immer sehr leise, komischerweise. Ja, hier im vorderen Schlafzimmer, im Boy-Bedroom geht's ab, hat sie gesagt. Das Spiel sieht einfach mal, ich hab das Gefühl gerade, ich spiele ein neues Spiel. Wir müssen in den Boy-Bedroom eindrängen. Gestern sah das Spiel bei mir noch aus, als wäre es von einem 7-Jährigen gemalt worden. Ja, schön, dass du die Paint-Version gespielt hast. Jetzt hier rein, Ruben. Ja, ich habe einen riesen T-Rex hier am Start. Den kannst du einfach so rechts ruben. Rechts ruben? Nein, so weit geht's aber nicht. Warte, hier muss ich abruben. Aber mein Dings funktioniert immer noch nicht. So. Dein Navi, ja, weil du halt hier irgendwie so ein komisches Uralt-Navi hast. Tauben-Navi. So ein TomTom aus dem Jahre 1945. Der kann nur rechts. Oh nein, ich hab noch keinen Shortcut für Screenshots. Wie soll ich denn so? Mein YouTube-Business frönen? Wie soll ich denn so? Also wirklich, ich meine, die Leute. Unseriös, Kreis. Ja, absolut unseriös. Ich finde, wir sind generell zu unseriös. Ne? Sind wir nicht? Also ich weiß nicht, warum ich jetzt wieder unseriös sein soll. Also einen seriöseren YouTuber gibt's doch quasi gar nicht in Deutschland. Aber weiß ich nicht, da habe ich anderes gehört, ey. Serious Draw? Serious Draw, ja. Wow, was ist hier? Bremst Draw, oh! Ah, bei deinen Kollegen noch überfahren, aber es geht. Es geht! Jetzt! Ja, okay. Ja, super Feuer, guck dir das an. Okay, schöner Boy-Bedroom-Brand. Oh, das sieht aber gut aus hier. Da spritzt schön aus dem Boy-Bedroom raus, so mag ich das. Da musst aufpassen, wenn es nach hinten durchgeht, da der Baum, der sieht gefährlich aus. Denkst du wirklich, wir haben eine Brandweide? Eine Brandweide. Ja, guck dir den mal an da. Was ist das? Das ist doch hier eher so ein Ahorn-Fichten-Ding. Da brennt ja bei der Ahorn. Die Ahorn-Fichte. Für den Fichtenhorn. Mein Fichtenhorn ist angezündet. Mein Fichtenhorn steht in Flammen. Ja, guck mal, da komme ich dich hin, sagt Tom Kaulitz. Hä, bist du schon drin, Mr. Litz? Nee, aber Litz? Der hat eben gesagt, ey, Boss, an den Kaulitz, da komme ich nicht. Okay, warte, ich hol mir mal eine Alter, die Veranda stürzt ein. Alter, hier, das ist ein epischer Brand, du. Das ist ein epischer, geiler Brand, ey. Lass geil Brand. Löschen. Wow! Und das heißt, wir kommen auch vorne nicht mehr durch jetzt, ne? Na, wenn wir das nicht irgendwie runterspülen, dann nicht. Aber du musst so oder so spülen. Alter, das Ding fackelt heftig. Das Ding fackelt brutalst heftig. Oh, da hinten, ich hab Stromkasten. Sehr gut, mach mal aus, das Ding. Weil hier spratzelt es auch so ein bisschen auf die Veranda hoch. So, Fensterzugang hier. Sind da Leute drin? Ja, klar, im Boy-Bedroom, der kleine Timmy. Timmy, wenn du uns hören kannst, sag ein Wow. Wow. Okay, der ist da wirklich drin. Ist da wirklich irgendwo? Ich kann das Fenster nicht einschlagen. Du musst. Es geht nicht, da liegt jemand drin. Hol dir einen Kaulitz. Jetzt. Boah, ey, der Rauch, Junge.
Ansonsten, wo sind denn die Kaulitz Boys? Boah, im Rauch ist es richtig dunkel. Aber hinten, ich lass mal hinten Rauch raus jetzt. Was ist mit den Kaulitz Boys überhaupt, ne? Keine Ahnung, die Kaulitzen da hinten. Ich hab ihm gesagt, er soll mal ein Spritzgerät ausrüsten. Damit du kommst ja alleine ja überhaupt nicht zurecht da vorne. Ist ja Wahnsinn da vorne. Da ist ein bewusstloses Opfer irgendwo im Wohnzimmer. Wie sollen wir denn da reinkommen? Gibt's so ja, kleine Leitern? Ich versuche mich hier gerade durchzuschmelzen. Ey, wir haben einen T-Rex. Hat der nicht eine Leiter? Ja, ich meine Leiter, um so durch so Fenster zu steigen, meine ich. Hilf mir mal hier vorne, das auszuspritzen. Ja, ich bring gerade hier einen alten Ollum zum... Alten Ollum. So, Lunge, gib mir mal hier die Spritze, mein Freund. Ich meine, das ist so ein klassischer Veranda-Brand von der Oma ausgelöst. War das die Person schon? Ja, ne, oder? Da. Ah, doch, kann sein. Ich sehe jetzt auch nichts mehr. Aber wir haben hier halt wirklich so ein Omas Veranda-Brand. Omas Veranda brennt heftig. Was ist nur mit Oma los in letzter Zeit? Keine Ahnung, seitdem sie aus dem Krieg zurück ist, ne? Hat sich verändert. Damals. Im Aldi-Krieg, wo sie Toilettenpapier für uns geholt hat. Danach war Oma nie wieder dieselbe. Nee. Darüber Anfang ist sie des nie Jahres. Nee. Darmbinden und Toilettenpapier. Hat sie verändert. Alter. Ja, das hört gar nicht auf, oder? Nee. Machen wir Fortschritte? Ich weiß es nicht genau. Ich versuche gerade irgendwie die Ecke hier in den Griff zu kriegen, aber irgendwie... Kriege ich nicht. Ich höre halt auch. Also, ich höre auch nur noch Knistern vom Feuer irgendwie, ne? Jetzt, glaube ich, wird's schon mal hier schwächer. Boah, nee, kann man da rein überhaupt? Nee, da macht er wieder. Murloc. Ey, wie kommen wir denn ins Haus rein? Wir können hier gar nicht durch den Schutt. Und wenn sich jetzt innen noch hier Feuer ausbreitet, haben wir ein richtiges Problem, du, ne? Ja, durchs Fenster müssen wir dann oder so. Kaul, ist mal eine Doppeldüse ready. Kein Schutt, da kommen wir gar nicht lang. Die Veranda fackelt richtig hart hier. Aber die haben wir schon gut, oder? Das ist hier lang, die Seite. Sie ist im Kommen. Sie ist im Kommen, die Veranda. Aber da oben ist es heftig. Ich versuche jetzt hier die Seite zu machen, dass es sich nicht so weit ausbreitet, weil jetzt übernimmt er langsam die Seite, der Flammenmann, der Flammengeist. Jerkelurke, mal da hinten so ein bisschen rein. Irgendjemand will mir den Rücken massieren. Will dir den Rücken geil halten. Ja, dann will meinen Back geilen. So, guck mal hier vorne, die Veranda macht Freude jetzt. Alter, die ganze Hauswand hier drüben brennt. Hier, vielleicht hätten wir da vorher reinspritzen müssen. Wir verlieren das ganze Haus. Uff. Alter. Gibt's da einen Hintereingang? Nee, aber Fenster, glaube ich. Guck mal, hier brennt's, glaube ich, jetzt schon innen. Ja, allerdings. Boah, hier, zack, Fenster eingerissen. Musste sein. Ich gehe jetzt mal von der anderen Seite durchs Fenster hier hinten. Aber hier ist alles voller Rauch, deswegen sehe ich da drin nichts. Ja, du musst da rein. Du musst da rein, du. Taschenlampe vielleicht? Da sehe ich auch nicht viel mehr. Okay, Jerklitz hilft mir gerade. Tom und Bill haben jetzt auch endlich mal einen Schlauch sich gegriffen. Wow! Wie sieht's da drin aus? Ich habe eine Tür aufgemacht und hab... gemacht. Wie sieht's da drin denn so aus? Es brennt ziemlich gut. Aua, aua, ey, wo seid ihr? Ich bin noch außen, ich mach gerade hier noch außen alles clear. Oh, ich kann da nicht reingehen in das Zimmer. Da musste ich halt langsam vorkämpfen. Ja, aber wenn man reingeht, merkt man erst, dass es irgendwo über einem noch hart brennt und so. Ja, da musst du direkt dich umdrehen und halt reinspritzen. Das ist halt echt böse, das Haus. Das ist richtig böse. Alter, da Teppichbrand. Richtig fieser Teppichbrand, du. Die Oma hat da wieder... Guck mal, es kommt schon wieder raus, die Flammen. Ich kann das hier gar nicht löschen, weil er das irgendwie nicht annimmt. Okay, ich gehe jetzt auch rein. Together forever.
Together forever. Wir kommen jetzt rein. Team Kaulitz. Alter, es greift hier richtig böse um sich. Ich bin drin. Boah, hier ist fies Rauch. Ja, ja, sag ich ja. Man sieht nichts. Ey, du spritzt mein Gesicht voll. Ja, aber das ist gut. Ich geh rein, Achtung. Kannst du da drin stehen? Ja, ja. Das ist halt, man muss sich halt einreiben mit Jizz. Jizz brennt nicht. Okay, dann ich gehe hier Richtung Ecke dann. Ich mache jetzt gerade hier die Gardinen. Versuch mal hier so, wir brauchen hier so einen bengalisch Querjizz. Oh, was war das? Da hinten ist eine Scheibe geplatzt. Da haben wir wieder Omas Vase. Omas Urne. Omas Urne ist explodiert. Sie ist einfach nicht mehr die Alte. Nee, sag ich ja. Das Oma, du hast dich verändert. Aber, wir kriegen's hin. Jetzt wird's langsam besser. Guck mal hier, klassischer Fall, Darmbinden und Rauchen. Ja, es ist immer so, ne? Man sollte nie, steht auch in jeder Darmbinden-Packungsbeilage. Nicht rauchen, wenn man eine Darmbinde trägt, ja, im Bett. Eben. Aber die Leute lesen halt sowas nicht mehr. Weißt du, es wird täglich gebraucht, du hast täglich sowas irgendwie im Einsatz, so eine Darmbinde, und dann liest halt so ein Kram nicht mehr. Und dann gerade die mit den Flügeln, ne? Die sind ja, super, die sind besonders gefährlich. Boah, ey, das war krass jetzt. Ich will auch aus dem Fenster jizzen. Ja, eine Jizz-Fontäne. Oh, da oben steht eine Frau. Hast du gerade gesehen? Da oben stand eine Frau am anderen Gebäude. Wäre witzig, wenn ich jetzt noch so richtig schön weggestrahlt hätte. Boah, ich spritze dem anderen aufs Haus. Der arme Mann. Das geht aber bestimmt langsam. Lang. Kurz. Das geht bestimmt jetzt schnell. Schottendicht. Alter, schnell? Schnell? Alter. Ziegel brennen nicht. Ziegel brennen nicht, was? Ziegen brennen nicht? Ziegen? Ja, direkt eine Ziege löschen gehen. Ziege kann bringen Suppe. Er hat nicht gewusst von Ziege, die bringt Puppe. Ich hab doch gesagt Suppe. Die aktuelle Wartezeit beträgt... Ich, Sohan ist auch so ein Film, ey. Ich kann den immer gucken. Ja, den kann man wirklich witzig. Immer gucken. Ich finde den immer gut. Oh, Licht ist aus. Guck mal hier, aber nicht lang. 500 Meter. Direkt an der Tanke. Oh, ich wollte mir gerade einen Karatzer holen und dann... Ah. Da, hier. Alles angeschmissen. Aber wir haben auch nur den Klöppelwagen dabei. Ja, aber den Klöppelturbo. Den Klöppelturbo? Das ist ein Turbo, das ist hier schon die aufgeklöppelte Version. I like Klöppels. Oh. Da hatte mal wieder einer einen Unfall im Verkehr. Komisch, dann jetzt kam geht ein kleiner Schnurri-Mann. Schnurri, zeig mir bitte deinen Luri. Kleine Taube, wo ist dein Melkhahn? Zeig ihn mir. Ja, das sind so Kreissprüche. Das Verrückteste ist... Kreis, most gegoogelte Begriffe, wie melke ich eine Taube richtig, und es ist schon irgendwie jedes Mal, wo ich mir denke, alles klar. In das so einem Verlauf. Ja. Hier ist so eine kleine Pinzette und so eine Pipette und den Tropfen von der Spitze, den Bonjour. Ich weiß nicht, ob du so besessen bist, davon Tauben zu melken. Kleines Tauben-Bonjour. Der will sich so einen kleinen Taubenkäse machen. Oh, so was Krankes. Da hat er so kleine Förmchen und sagt, da mache ich mir so einen kleinen Taubenkäse draus. Deswegen habe ich mir auch so eine Höhle gekauft. Dann haben die gefragt, oh, sind Sie auch einer von diesen Kryptominern? Dann habe ich gesagt, nee, ich brauche die nur, um alten Käse reifen zu lassen. Ja, wo ist jetzt hier der alte Feuerlöscher? Wie, keine Feuerlöscher? Ich finde sie nicht. Fach, Rechner Axt. Ist ein Feuerlöscher hier drüben. Ah. Yes, Command! Yes, Command! Yes, Command! Wow! Guck mal, da drüben brennt's! Ah, nein! Ist gleich wieder vorbei, oder? Ja. Ja, das geht schnell, das ist ein Quickbrand. Findet keinen Schlauch. Da will ich auch nicht, das war eigentlich hier so. Ah, okay. Das war ja wieder geschenkt hier, du. Komm, löschen wir es doch gegenseitig ab. I'm with you,
Boss, lead the way. Ja, oh, es tut gut, du. Oh, das tut gut. Das ist wieder harter Wind. Guck mal, egal wo du dich hinkriegst. Ja. Der Strahl ist immer in die Richtung. Sturm erwartet uns in der Gasse. Die Sturmgasse. Die braune Sturmgasse. Ja, das ist was anderes. Hier, höllische Schlagzeilen. Explosive Hotdogs habe ich. Rosenbauer Walking. Ich schalte voll viel frei, weil ich noch Level 0 war. Ja, weil du ja noch Level Noob bist, ja. Wo sind sie denn, die... Alter. Ah, Mann, ey. Geil! Höllisches Industrietreiben. geht's aber richtig rund. Ich glaube, da nehme ich lieber mal eine Viper mit, oder? Die Viper? Da müssen wir rein wiepern. Da muss die Viper ihr Gift spritzen. Wiebke. Das mit zum Einsatz nehmen. Wiebke? Das ist auch so ein Name, ne? Wiebke. Wiebke, das ist wie Ruben. Meine Kinder Wiebke und Ruben sind besonders begabt. Und beschützen die Familientaube. Mit ihrem Leben. Sie malen Runen aus Fäkalien, um die Taube zu beschützen. Okay. Mein Mann Uli und ich. Wir sind sehr stolz auf Wiebke und Ruben. Uli Oliver, boah, drei Fahrzeuge. Drei, was ist denn hier los? Wow. Der größte Einsatz der Welt. Yeah. Kleiner Timmy, falls du mich hören kannst, sag mal wow. Gut gemacht, Junge. Der kleine Timmy hat ein Problem. Es wird ein neuer Spendensound, der wird er wieder reich. Den kann ich ja selber auslösen. Herr Timmy mag Kurven fahren, gerne. So, ich mach hier nochmal die Fernscheinwerfer an. Nur ein blinder Autofahrer ist ein guter Autofahrer, wie ich so schön sag. Ja, das sind die Besten. Wenn die nichts mehr sehen können, dann bist du auf dem richtigen Weg. Ja. Stell dir mal vor, du hättest wirklich so einen Feuerwehrtrupp mit so einer Taube, die so einen kleinen Helm hat. Und die morgens immer die Milch für den Feuerwehrmann Kaffee so liefert. Draußen vorne auf dem Wagen sitzt, wenn sie fahren, so in Sturmposition. Ja. Und flattern mit diese Hubschrauber-Dinger, von diesen Flugzeugen ohne Cockpit-Dinger quasi, weißt du, diese Flugkappen, wo links und rechts der Lederriemen noch so wackelt. Dann. Genau, ja. Da sitzt sie am Gurren. Roman Ruben, ja, der gibt richtig Gas. Redet die Frau bei dir auch immer so leise? Ja, die redet leise. Die flüstert irgendwas in mein Ohr, so wie, ja, hier drüben brennt, geht da mal lieber hin, Jungs. Vielleicht ein Buschbrand. Die macht ASMR. Und dann Willi Dilli. Pass doch mal auf, was der Lehrer gesagt hat, oder? Harry Potter ASMR. Oh Gott, das ist das Gestörteste, was ich je gesehen habe. Es hat mich ein bisschen... Es hat mich wirklich traumatisiert. Ja, seitdem sehe ich die Welt anders. Ich meine, Kreis ist ein Mensch, der Tauben melkt und sich brasilianische Durchfallpornos anguckt. Aber das hat ihn mitgenommen. Meine Lieblingssendung ist Spaß mit Tauben. Das hier ist Ruben Roman, der Captain. Sie haben alle lustige Namen. Aber Ruben Roman ist die Familientaube. Das Obersitz. Das Obersitz, das Oberhaupt. Obersitz, glaube ich, gibt's nicht. Ja, irgendwo gibt's bestimmt einen Obersitz. Achtung. Boah, hier, am Paketdienst vorbeigeschreddert. Das ist ein zurückgebliebener Cousin Fritz Torben. Fritz Torben war schon immer ein bisschen aggressiv und schlecht belehrbar. Quack. Quack. Fritz Torben hält sich für eine Ente. Ja, voll witzig, Tiere, wo du halt so ein Geräusch verbindest, aber die machen ganz andere Geräusche, weil sie halt ein Trauma erlitten haben. Das ist so eine Katze, die bellt. Weil sie halt mal gegen den Kamin gefallen ist oder sowas. Gegen den Kamin gefallen? Ja, sowas passiert. Ja, aber kann man nicht nur gegen Dinge rennen? Nee, sie ist so, das ist so eine Mischung aus, es war ein schlechtes Abrollen. Wo ist ja parken, du? Wo ist parken? Ja, aber noch wo? Weiter rein? Fahr noch weiter rein. Ja, da vorne, da vorne. Schnelle Fahrzeit abgelaufen, ja geil. Ja, weil er hier rumsteht. Kann man aber wohl mal ordentlich hier aber auch ausschildern. Oh, guck das mal an. Da geht's richtig rund jetzt. Kreis Industries brennt. Oh nein!
der Font brennt. Der Münchner Font. Ronny! Oh nein, Ronny ist da noch drin? Der war Schichtleiter heute. Schichtleiter heute. Da war der Schichtleiter noch drauf. Ja. Ja. So, jetzt reicht's aber auch für heute. Tut mir leid, das wird sich mit der Zeit legen, aber jetzt haben wir noch zu viel Spaß dran. Feuerwehr Radio 119. Feuerwehr Radio 619. Wow. Geil. Jetzt heute mit Feuerwehrmann Kiestra. Was sagen Sie dazu? Ja. Oh mein Gott, komm, wir müssen uns jetzt hier. Es gibt Menschen. Brecheis, Axt, Feuer löschen, eine Attacke. Wo fängt man denn hier an? Das ist ja riesig. Ich habe gar keinen Druckschlauch. Keinen freien Druckschlauch gefunden, oder was? Wo bist denn du da hinten? Ich weiß gar nicht, wohin. Wasserversorgung. Druckschlauch anschließen. Wo haben wir denn hier? Haben wir denn hier keine Ding? Feuerlöscher? Haben wir gar keinen Hydranten oder so? Doch, ich glaube da vorne, oder? Ist das ein Hydrant? Gib mal so einen Löscher. Hier ist Hydrant. Dann mach ready. Guck mal, die Kollegen sind schon am Spritzen. War schon Querspritz. Was brauche ich denn da für einen Schlauch? Guck mal, aber die Dinger sind hier. Brauche ich einen Schlauch? Mach mal hier auf die Bude. Feuerlöscher. Kannst du mir nicht sagen, dass auf dem Wagen nicht kein Schlauch ist? Wir müssen da rein. Aber, nee. Guck mal, Gebäude belüften, wir müssen gar nichts löschen. Wir brauchen einen Versorgungsschlauch, oder? Wir müssen gar nichts löschen. Wieso nicht? Hier, Gebäude belüften. Wir müssen den Laden irgendwie gut auslüften. Was soll ich denn mitnehmen? Axt oder Brecheisen? Brechi. Boah, da ist jemand drin. Komm mal rein. Belüfte manuell. Okay, jetzt müssen wir löschen. Dann hol ihn raus. Oh, ich muss mal erstmal gucken. Na, der liegt gerade nicht gefährlich. Boah, ich schlitz mich gerade hier kurz durch die Flammen. Ich versuche schnell hier oben die Objectives zu machen. Vielleicht kriegen wir es irgendwie hin. Alter, ist das ein Riesenkomplex, du. Toll, ey, der Wagen steht aber so kacke, dass ihr gar nicht. Wie doof ist denn das? Oh Mann, wie komme ich weiter nach oben? Der Rauch ist so dick, ich sehe nichts. Ich sehe überhaupt gar nichts. Das ist der dicken Smoke. Das ist richtig dicken Smoke. So, ich fahre das mal so weit raus, wie es geht. Ich versuche mich hier gerade zu orientieren, aber es ist echt schwer. Wir müssen Rauch irgendwie rauskriegen. Wir müssen dick lüften. Okay, das hier ist total kacke. So, ich hol mir lieber hier so einen Feuerlöscher. Geh mal mit dem Feuerlöscher rein, oder? Nee, der bringt da gar nichts. Du kannst gern versuchen. Echt nicht? Ventil schließen. Welches Ventil denn? Wie gesagt, man sieht da drin halt nichts. Ich komme an den Hütchen nicht vorbei. Aber hier bin ich hoch. Jungs, ich versuche mich hier gerade zu orientieren. Ach, wir müssen das Haus hier bearbeiten. Ja, das, wo ich drin bin. Ich bin die ganze Zeit am Haus nebenan und denke mir so, was ist denn hier los? Ja, und ich kämpfe hier schon mit tobenden Flammen. Feuerwehrkreis, macht richtig coolen Scheiß. Kupeleschk. Alter, was explodiert hier alles? Hol mal den Mann da raus. Lass mir Mann da, denn sie will ja. Ja. Das ist ein Wahnsinnsfeuer. So, ich breche die Tür. Ich muss nach oben kommen, aber ich bin blind. Ich komme auch. Ich gehe nach unten. Es bringt nichts, da hoch zu gehen. Guys, to the rescue. Hier liegt ein Arbeiter. Ja, zieh den mal raus. Ventile schließen. Was für Ventile? Da müssen irgendwo Ventile sein. Zum Glück hat der Mann keine Haare mehr. Die werden nämlich jetzt schon abgefackelt. Ich habe hier die Fenster aufgeschlagen, damit hier mal ein bisschen Rauch rauskommt. Ja, aber ja, die Ventile immer sind irgendwie oben. Sehr gut. Hier ist Strom, ich schalte den Strom ab. Strom abschalten, abgeschlossen. Ventil ist jetzt noch am Start. Wow, warum brennt es jetzt auf einmal hier drin?
Ich weiß nicht, da kommt bestimmt irgendwo Gas raus aus dem. Ich habe ja noch einen Arbeiter. Das ist eine Hardcore, das ist ein Hardcore-Job. Ich bin im falschen Auto gewesen die ganze Zeit. Ja, komm mit. Hallo. Kann ich ihn jetzt auch noch da drauflegen? Kann man die stapeln? Ja, gut. Hier, bitteschön. Zwei Opfer. Alter, ich lösche mal hier unten weg. Oh, hier kann man auch noch ablüften. Aber da brauche ich eine Säge. Aber hol die Säge. Weil da drin siehst du gar nichts. Das ist so heftig. Du bist da drin komplett aufgeschmissen. Ich lösche mal hier runter. Axt, Strahlrohr, Kreissäge hier. Wir müssen lüften, Boys. Wir müssen lüften, sonst sehen wir da drin nichts. Ich habe mich da drin eben gerade voll verlaufen. Und irgendwas ist mit den Ventilen nicht in Ordnung. Sägst du gerade auf? Ja. Hä? Da kam eben gerade Licht rein. Ja, aber jetzt kommt Rauch raus, oder? Ich meine, das ist mir hier alles clear. Da war schon mal die Ecke sauber. Belüftung ändern. Okay, ich lasse den ganzen Rauch ab hier. Dann müssen wir echt übers Dach erst. Was ist das hier? Kann man da was machen? Nee. Ja, das gibt's doch nicht. Kaum drehst du dich um, ist da wieder neues Feu-Voll. Richtig übel. Oh, muss ich die alle aufmachen hier? Naja, du siehst ja auch diese Objectives, ne? Belüfte manuell. Alle auf. Lösche Büro. So, ich habe jetzt schon mal das hier gelöscht. Jetzt schon Alter, mal zu löschen ist ja ran. Richtig voll heute. Das ist richtig voll. So. Nice. Geil. Wir suchen und retten, hier sind aber noch Menschen drin, oder was? Irgendwo anscheinend schon. Bin gerade halt noch auf dem Dach. Ja, ich hab hier einen. Kannst du hier Johnson und Jimson nicht die Befehle geben, dass sie die schleppen sollen, ne? Moment, ich versuch's gleich. Aber erstmal hier, ist das Öl da drüben? Ja, oh, Chemie, hier ist Chemie. Okay, ich hole einen Feuerlöscher. Hier ist Chemie, hier müssen wir auf jeden Fall vorsichtig sein. Ich dachte gerade, da liegt ein Knubbel. Alter, was zum Larry? Hier kam eben gerade so ein richtiger Streifen runter. Also, Alter, hier ist aber echt dunkel. Wo sind die Chemikalien? Hier, wo wir sind. Ja, aber wo? Du siehst so eine Pfütze auf dem Boden. Komm mal zu mir, da wo ich bin. Hier, die Pfütze. Die Pfütze hier ablöschen. Siehst du es? Ah, hier, ja. Das ist auf dem Boden. Das ist irgendeine Chemikalie. Alles klar, wir... Hey, ja, wir müssen hier unten löschen, weil du siehst da oben halt nichts. Ich sehe da oben wirklich gar nichts. Also du kommst irgendwie extern nochmal ran. Weiß ich ja nicht. Das wüsste ich jetzt auch nicht. Oh, hier hinten liegt noch einer. Alle rausziehen. Mich und die Kaulitz, wir machen hier gerade schon alles wetty-wet. Wetty-wet, Mann. Da hinten liegt auch noch einer. Na, warte, ich... Guck jetzt erstmal, dass wir das hier kurz runterdrücken, damit die Rauchbildung ein bisschen nachlässt. Kann ich Roman Ruben irgendwas machen? Ach, als ob Roman Ruben irgendwas macht. Nur sexy aussehen für dich kann er, ne? Ich bin ja eigentlich bisexuell, aber Mann, diese Taube macht mich schon geil. Ey, der will mir jetzt nicht sagen, dass der Krankenwagen hier 40 Kilometer entfernt ist und ich da echt hinlatschen muss. Ey, das müssen doch diese... Ja, was ist das hier? Meinst du nicht, dass die... Boah, da drüben ist ein Rohr, wo Flammen rausspritzen. Da muss man irgendwas abdrehen. Ich schlepp hier gerade Leute.
Hier muss man irgendwas abdrehen können. Okay, weißt du, wo man irgendwo... Hast du irgendwas gesehen? Was ist Leute rettenmäßig? Ventil schließen, nee, Ventil schließen. Hast du irgendwas gesehen, wo man da hin muss? Ach so, nee, das habe ich noch nicht gesehen. Ich war auf dem Dach und habe auf jeden Fall die ganze Belüftung geöffnet. Aber Ventil schließen, keine Ahnung. Ja, das ist der heftigste Einsatz, den wir je hatten, ne? Auf jeden. So, den haben wir schon mal. Ich würde gerne die Ecke hier wenigstens in den Griff kriegen. Dann haben wir hier ein bisschen Ruhe, aber... Da oben brennt eine Schachtel, die ich einfach nicht treffen kann. So, Schachtel, jetzt. Eine alte Schachtel brennt da. Okay, du musst dich unbedingt auf die Suche nach Ventilen machen. Ich frag mich nur gerade, wie kann ich? Weil dann halten wir das hier unten so ein bisschen im Zaun. Das ist Ausrüsten. Befehlsrad öffnen. Nö. Komm schon. Ja, sehr gut, Jungs, sehr gut. So ist brav. Gut gemacht, Kaulitz. Also ich habe draußen noch eine Person markiert. Wahrscheinlich. Aber wie gesagt, wir müssen erstmal die Ventile jetzt irgendwie wegmachen. Ich gehe mal nach hier oben. Alter, hier ist doch ein Ventil. Mach mal aus. Ja, nice. Perfekt. Jetzt können wir das nämlich löschen. Haben wir hier den Laden, nehme ich jetzt im Griff. Alter, ist das eine Hardcore-Mission. Ist echt übel. Hier ist auch noch eine Person. Komm schon, jetzt geh endlich aus. Okay, was haben wir noch? Reduziere die Rauchbildung. Alle Feuer löschen. Ist noch eine Person. Alter, wie viele Personen sind denn hier? Keine Ahnung, es war halt die Schicht. Frag doch Ronny, der war Schichtleiter. Ich schlepp die alle hier alleine raus, ey, weil die KI nichts macht. Die KI spritzt halt hier. Ja, ja, aber ich weiß halt nicht, ob die... Weil dieses Opfertragen, das dauert ewig immer. Es wäre halt viel cooler, wenn die das machen könnten. Wenn die Kaulitz-Boys einfach schleppen. Kaulitzer Jungs. Kaulitzer Jungs. Naja, dann ist... Mein Job ist heute Leute tragen. Kaulitz Boys schleppen gerne Leute rum. Schleppen gerne Leute rum. 1, 2, 3. Ich bin Dom. Ich bin Kauli Boy. Ich bin ein Kauli. Ich bin ein junger Kauli Boy. Ich war ein junger Kauli. Ah, jota, jota, jota. Das ist ja Joghurt. Alter, das gibt's doch nicht. Ich und die Kaulitz, wir schwitzen hier drin, aber richtig böse. Komm schon. Ja, ja, jetzt, das wird. Die Treppe brennt. Das ist eine Metalltreppe. Brennt trotzdem. Durchs Feuer gesprintet mit heldenhaftem Wagemut. Seht ihr noch irgendwo Personen? Eine wird hier noch markiert irgendwo. Ja, den habe ich vorhin noch markiert, damit wir nicht vergessen. Aber der ist in Sicherheit, ja? Er liegt draußen, ja. Draußen neben den Flammen. Wird schon gut gehen. Guck mal, hier oben ist so ein kleines Feuerchen. Das kann ich vielleicht mit meinem Feuerlöscher auch noch eben machen. Es frisst sich einfach immer weiter hoch. Ja, das Feuer frisst sich gerade wirklich immer weiter hoch. Aber ich glaube, wir haben unten jetzt im Griff. So, guck mal, hier oben ein kleines Feuerchen ausgemacht. Aber ihr müsst, einer muss nach hier oben kommen. Hier geht's richtig zur Sache. Ja, wir gehen gleich hoch. Wir machen aber erstmal unten. Da
muss unten fertig sein. Dann gehen wir hoch. Dann schleppe ich jetzt nochmal den anderen Typen, der da noch liegt. Der liegt da nämlich echt draußen einfach rum. Kann ich das hier vielleicht mit dem Feuerlöscher machen? Mal gucken. Ist da oben noch viel so feuermäßig? Ja, die ganze Wand brennt halt noch. Und wenn sich das da jetzt noch dann rausklüngelt, dann wird's blöd. Ne. Okay, ich klüngel das gerade weg. Die Paletten kann ich nicht löschen hier mit dem Feuerlöscher. Das geht nicht. Hier steht noch einer rum. Komm schon. Alter, yes. Hier ist irgendein Backbrand. Ich schnapp mir jetzt mal den Typen hier. Ich bringe sie hier weg. Keine Angst, junger Mann. Okay, oben kriegen wir auch langsam in den Griff. Da oben ist noch eine Palette. Hier unten. Oh nein, das ist ja noch ein Raum, der brennt. Ey, das gibt's nicht. Wie viel Feuer ist hier, bitteschön? Das gibt es doch nicht. Mal ran mit dem Mann. Junge, wir kommen nicht hinterher. Ja, wenn ich gleich noch dazu stoße. Aber ich muss halt hier 150 Halbtote aus dem Haus schleppen und der eine Krankenwagen... Kannst du den nicht irgendwie ins Skateboard und dann Rücken schieben und sollst dich rausrollen? 7 Kilometer entfernt. Ich glaube, ich werde mal das Tutorial nachträglich nochmal spielen. Es muss doch einen Befehl geben, dass die Bots den rausschleppen können. Okay, du hast alle Opfer geholt. Jetzt brauchen wir noch das ganze Feuer hier. Sind die ganzen Opfers, ey. Die ganzen Opfers, voila. Alter, wie viel Schlauch liegt hier rum? Na ja, klar, natürlich. Da wurden die Schlauch reingeholt. Oh, yes. Alter, guck. Ey, die Schlauchbuben, du. Hier, der spritzt aus dem Fenster. Ja. Yeah. Ich hab's zerstört. Oh, sehr nice. Guck mal, da hinten kommen sie, meine Spritzer. Ja, da. Du kannst sie nicht aufhalten. Ich hab erst da rechts mit dem Leiterwagen versucht, rechts das Gebäude da zu löschen. Oh, Junge, Junge, Junge. Das war der härteste Einsatz, den wir je hatten. Der war echt krass. Der war krass. Also da wurde ordentlich reingespritzt. Alter Schwede. Ach, Mittel. Dachschaden habe ich bekommen. Schnell mit 17 Minuten 20. Ich dachte, wir hätten alles versaut, was man versauen kann. Ich dachte,